Schneider mit denen, die ich hier noch so übrig habe. Boah, ey. Ja, sammeln, ne? Gute Frage, ne? Sammeln, sammeln und wieder sammeln. Bing, 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 bing. Aber jetzt gibt es hier nicht den einen Arkanisten, oder? Ich sehe hier keinen. Doch, hier. Oder der Verzauberer. Ich hab schon wieder alles hier abge... Oh, mein Bankfach ist schon voll, mein Stauraum. Ich brauche 500.000, was ich da habe, um es zu erweitern. Ja, deine ich Sachen auch. Sind bei mir sicher. Deine Sachen sind bei mir sicher. Ach ja, ich liebe es, ist immer nachzusprechen. Und du bist jetzt wo? Moment, nicht ich bin da beim grad. Verzauberer. Ach, da oben bist du. Da oben bist du. Wir machen nämlich gerade hier ein bisschen stadterkundungsmäßig hier, meine Freunde. Ja. Was hast du? Was hast du? Und voila, ich habe ein Artefakt. Super. Wow, das sieht geil aus. Und antragen, sofort. Wow. Jetzt habe ich aber einige Buffs dazu bekommen. Wow. Spieler ansehen. Oh, da unten. Ah, mit der Schlange. Geil. Das fünfmalige Leben. Und Giftwiderstand hast du jetzt auch, wie Sau. Und Rüstung. Und Giftschaden machst du auch noch. Und Durchschlagswiderstand hast du auch noch. Das ist geil. Wahrscheinlichkeit für 30 Giftvergeltung. Das ist ziemlich, ziemlich krass, ja. Ziemlich krass gut. Oh. Sogar noch besser fast als meins, oder? Ja, warte. Nee, nie unbedingt. Moment. So. Ich habe plus 30% Zaubergeschwindigkeit. Und minus 5% Energiekosten. Kostet nee, als dann, meine... Ganz besser. Meine ganzen Fähigkeiten kosten 5% weniger. Dann ist dann's besser, Toni. Ich habe noch 50% Fähigkeitenstörungsschutz, dass nicht unterbrochen werden kann. Aber das ist jetzt endlich mal ein gutes Gefühl, endlich auch mal ein Artefakt zu haben. Super. Endlich mal sehr geil, ey. Oh, sehr geil. Ja. Glückwunsch so, ne? So und ja. Nach so viel Platz. Wahnsinn. So, jetzt können wir endlich mal hier zum Hohepriester gehen hier oben. Lied der Schlange. Oder wir gehen erstmal hier zur Tetari, die junge Edelfrau hier vorne gleich hier. Ja. Wir haben gefunden hier und so, ne? Genau wie ich befürchtet hatte. Aber den Göttern sei Dank. Unas lebt. Ja. Gesegnet seiest du, Fremder, für deine Hilfe. Und trammeln so drum. Dieser Richter war nicht unser einziges Familienerbe. Nimm das. Es könnte nicht... Vielen Dank. Und wir haben wir schon wieder einen gravierten Ring des Fischadlers bekommen. Schon wieder. Ich hab gravierten Ring des Feuers gekriegt. Ach so. Okay, dann ist das Unterschied. Ah, nee, doch. Ich hab des Schreibers Ring bekommen mit 88 Energie. Da drüben ist das ja. Ich hab gerade die Ausrüstung vorgelesen. Oh. Den brauche ich nicht, nee, den Schreibersring, nee, das ist zwar gutes Familienerbstück, aber das ist nie so. Okay, Ring, dann mit dem noch, schon gesprochen, der hat nein, auch so einen. Nein, jetzt noch nicht. Da okay. Müssen wir nämlich erst noch den anderen Gegenstand noch finden, dann wir erst. Wir haben hier Stab gefunden, ne, du kannst wieder Autorität aussenden, niemand soll ich meinen Augen trauen? Oh, sowas ist von? Das der Stab des Khufu? Osiris möge deine Feinde schlagen. Oh, jo. Ich muss dich reichlich dafür belohnen. Ja. Vielen Dank. Oh, dankeschön. Oh, Essenz Sense. Von Ank der Isis und 9000. Essenz von Zephs Verrat. Ich LOL. Essenz, ach, wir können die Nummer ansprechen. Was hast du denn noch, mein Freund? Mit diesem Stab haben wir Autorität. Mit Autorität die Führung. Mit der Führung darf Memphis im Kampf gegen die Monster wieder Hoffnung schöpfen. Das doch mal. Klang zwar jetzt nicht so vertrauenserweckend, die Stimme, aber... Nein. Naja, wie man es nimmt, ne, Toni? Aber ich... Wenn das mal nicht zum Negativen geht. Wir haben bis jetzt alle Nebenaufgaben gemeistert. Sehr gut. Das ist echt sehr gut. Ich muss nämlich noch mein Ankh Taisis noch abgeben. Ich nehme schon 2 von 3. Brauchst du hier noch eine Essenz von Selbstverrat? Ich kann das für dich tragen! Ich kann das für dich tragen! Das wäre ganz cool, ja. Moment, was steht da? Seth ist der ägyptische Gott des Bösen. Bei einem Versuch, den Thron der Götter an sich zu reißen, ging Seth auf seinen Bruder Osiris los und zerhackte dessen Körper und verteilte die Stöcke im ganzen Land. Kann alle Rüstungen verzaubern. Das klingt lecker. Okay, dann gebe ich dir das sofort. Dann habe ich auch 2 von 3 davon. Ja. Ich bin ja wieder unten. Einen guten Tag wünsche ich dir noch. Ja. Einen guten Tag wünsche ich dir noch. So, okay, dann gebe ich dir das Kisten sofort. Unsere Kisten sind geräumig und gute Reise. Gute Reise. Ja, die werden wir haben. Moment, ich gebe dir das sofort. Moment, ich komme. Ich warte mal auf dich. Ich warte doch mal auf dich. Da bin ich da. Da bist du und ich schon. Ich muss mich heilen. So. So, bitteschön. Essence und Desperate.
Oh yeah. Guten Tag. Guten Tag. Oh, ich glaube, das mit dem Vorrat wird dann, wenn es dann voll Deine ist. Deine Sachen sind bei mir sicher. Mehr was für dich. Weil es dann Durchschlagsschaden macht und 33 Wahrscheinlichkeit für 24 Durchschlagsvergeltung. Das könntest du denn mal auf so eine Waffe machen bei dir, damit wir auch mal verzaubern hier endlich. Ja. Will ich auch endlich mal verzaubern. Dann muss ich mal kurz gucken, was ich noch so hab hier. Stärke kannst du mal auf deinen Stand machen. Essenz von Herakles Macht. Hast du noch ein bisschen mehr Stärke? Kannst du mal deine Waffe verzaubern? War ganz cool. Wenn ich das kann. Oh, hier Angriffsgeschwindigkeit und Geschicklichkeit. Oh, Essenz von Achilles Tapferkeit kannst du noch nehmen. Das ist alles für dich. Das ist für mich. Angriffsgeschwindigkeit, Artemis Bogensehne und nochmal Angriffsgeschwindigkeit. Das ist alles für dich. Okay. Okay. Und hier haben wir Verbrennungsschaden für 3 Sekunden und plus 9% Feuerschaden und Bonus für alle vollständiges Relikte plus 8% Angriffsgeschwindigkeit ist auch für dich. Okay. Cool. Kann ich ein bisschen aufräumen wenigstens hier noch. Und ich mache Energie und Energieregeneration plus 60% Energieregeneration. Oh was? Das ist für mich. Und noch eine Das hört sich doch gut an. Noch eine Herakles Macht. Da kannst du Herakles Macht vielleicht zweimal drauf machen. Mal sehen. Das weiß ich nicht, ob man zweimal das machen kann. Ich glaube, man musste bis dann. Ja, einfach so, ausprobieren. Und jetzt So, dann wollen wir mal weitermachen. So. Wo geht's? So, hier bei mir liegt noch was. Du musst das mal aufheben und dann mal gucken, ob du das hier machen kannst. Hallo. Das sind alles vollständig. Ja, die sind alle vollständig. Okay, dann wollen wir mal kurz ausprobieren, ob es klappt. Genau. Nein, natürlich nicht. Bei blauen Sachen klappt es nicht. Super. Ach, ja. Das sind die Gegenstände weiter wollen, klar. Nee, Zack. Gegenstände erweitert. Halskette des Weitblicks ist jetzt grün mit doppel goldenen Effekt. Moha. Sag ich mal, ey. Alter Schwede. 12 Intelligenz, 13 Energie. Also plus 12% Intelligenz, ne? Da kommt plus 13% Energie und dann nochmal plus 12% Energie und dann plus 60% Energieregeneration. Alter Schwede, 60% Geil. Energieregeneration, wie viel hab ich denn jetzt? Ich habe jetzt eine Energieregeneration von 11.22. Alter Schwede. Ist ja krass. Bei Essenz von Artemis Bogensehne, da steht aber, kann nur mit Bögen verzaubert werden, ne, mein Lieber? Ach so, okay. Hier, ist für dich. Kann ich das auf meinen Sturmtreffer drauf machen? Oh, geil. Rüstungen. Ich kann das nicht zusammenstellen. Und hier kann alle Waffen verzaubern. Sie können einem epischen oder den Gär kein Relikt an Talisman zuweisen. Aha, okay. Geht nur an niedrigere. Also an blaue geht das, an blaue Gegenstände geht das nicht. Geht es nicht. Willst du die Essenzen wieder zurückhaben? An blaue geht's nicht dran. Nö, nee, kannst du behalten. Okay, danke. Vielleicht kriegst du ja mal irgendwann noch mal zum Verzaubern irgendwas. Ja, hoffentlich. Was machen wir jetzt mit der Hand des Gleichgewichts? Gute Reise! Die müssen wir erstmal noch sammeln. Hm. Wir brauchen noch einen Gegenstand. Der Stab oder die Hand des Gleichgewichts zählt zur Hauptaufgabe. Die haben wir schon gefunden, ja. Wir müssen noch das Auge des Chaos finden. Genau, und das müssen wir halt noch finden. Und das ist wo, das Auge? Weiß ich nicht. Moment, was steht in der Aufgabe? Gehen wir jetzt nach GC. Nee, in der Verüben-Oase, okay. In der Verüben-Oase. Achso, Fame, ist das Fame? Achso, okay. Oder ist Fame. Da? Ist das da? Ja. Oh, ich bin jetzt gerade in der großen Swings wieder hoch. Muss nochmal rausgehen wieder hier. Auch gut. Ja, gehen wir mal nach Fame. So. Okay. Aha. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, Moment mal. Oasis. So, da können wir nämlich mal gucken, wo wir jetzt noch weitermachen müssen. Nämlich ja. dieses Auge da, wo wir das da finden. Das wäre ganz gut. Genau. Das Auge des Chaos. Genau. Das ist ganz in der Wüste von Fame, stimmt, ist das Auge. Und da drüben ist noch eine sandverschüttete Höhle, wo wir bestimmt schon drin waren. Ja, fahren wir. Natürlich sind hier mal wieder Schakalmenschen. Ja. Und wir sind hier jetzt auch im Lager von denen. Cool. Super. Okay. Level 21. Ach, die macht das alles schon. Ach ja, meine Elfe geht übelst ab.
Ja, achso, ist ja Gorgine Elf, ist seine Nymphe, ne? Oh. Genau. Ach so. Eine Nymphe. Ja. Eine elfengestalthafte Nymphe. Oh, Essenz von Anubis Zorn. Okay. Kannst du haben. Die Essenz, die habe ich schon voll. Okay, danke. Bitte. Wo liegt die jetzt? Ja, die kannst du holen. Also hier oben. Nö, ach da oben. Oh, hab ich auch nicht gesehen. So, danke. Danke, cool. Jo. Immer gerne. Oh, hier gab's gerade Feuerwerk. Ja, von mir. Von dem sogenannten Vulkankugelzauber. Oh yeah. Hast du das schon drauf gemacht, diese Essenz von Anubis Zorn, weil da 2% Angriffsschaden in Leben umgewandelt werden? Das ist nämlich ganz cool. Dann machst du dein Leben immer voll, wenn du angreifst. Ja, da steht, kann mit allen Waffen ausgerüstet werden, ne? Hast du ja bestimmt schon gemacht. Ja, geht's leider nicht bei blauen Waffen. Ach so, okay. Das ist ja schade. Ja. Man ist ja echt kein No-Match, No-Match war's. Tempel des Atum, okay. Mit dem Belarkus. Boom. Oh yeah. Zack, No-Match war's. Zack. Hast du jetzt Level up? Nö, du hast nur gerade die Säule zerstört, oder war das meine Freundin? Das war meine Freundin. Das war deine Freundin. Die Säule zerstört, hat einfach mal so randaliert, wow. Hier. Jetzt geht's ja aber ganz schön weit nach oben. Hauptaufgabe aktualisiert. Okay, die Beschwörung. Das Summoning. Oh, grün. Oh, da kommt Gift raus. Aus dem Sarkophag. Okay. Oh, halt, oh. Nebaku. Ja, sehr. Die Kampfstandorte wäre mal ganz cool. Ja, der hat irgendwie einen Wackelkontakt. Boah, der hätte aber was aus. Das ist der sogenannte Skorpionkönig. Scorpion King. Und tot bist du. Jawohl. Boah, 3129 Erfahrungspunkte. Wow. Ist ja überhaupt gar nicht übertrieben. Auge des Chaos. Ja? Wenn du in den grünen Kreis trittst, bist du verflucht. Bis zum Lebensende. Achso, da ist das Auge. Okay. Kiste. Wow, hier sind zwei königliche Truhen. Geil. Kiste, Gesundheitstank. Okay, hier ist aber kaum was Interessantes drin. Wow. Und da? Goldene Fließes. Mm. Oh, geil. So, was war denn das Grüne da? Ich hab das gesehen. Kann es nie unterschlagen, das Grüne? Moment, das Grüne. Das war eine aufgeladene Großachs des Feuers. Die du irgendwann mal benutzt, bestimmt, denke ich mal. Wahrscheinlich. Naja. Man weiß es nicht. Vielleicht. Mal sehen. Okay. So, jetzt haben wir alle zwei Gegenstände. Jetzt müssen wir zurück zu... Ah, hier Auge. The Green Eye. Achso. Ein wildes Feuer brennt im Herzen des leuchtenden grünen Steins. Ja. Dann können wir wieder nach Memphis zurück. Okay. Dankeschön. Das war aber ein relativ einfacher Boss, muss ich sagen. Ja, weil wir schon so überlevelt sind. Und so übelst krass die Sachen haben. Ich glaube, wenn ich jetzt mich nicht verguckt habe, war der Level 27. Ist nur schon 26? Ja, um ein Level. Hm. Deswegen. Ja, aber naja, das Gemeine war jetzt, wir waren zu viert, er war alleine. Ja, genau, stimmt. Nee, stimmt gar nicht, der hatte ja kleine Skorpione beschworen. Hm. Beschworen, genau. Aber die haben auch kaum was gemacht, deswegen. Das stimmt. Wir ja. Wollen ja sowieso gleich schon Kanonenfutter. Ja, das ging so schnell, ist Wahnsinn. Echt krass. Okay, dann wieder zurück nach Memphis. Ich kann das Portal nicht anwählen jetzt. Jetzt kann ich das Portal anwählen. Und wusch und wir sind sofort in Memphis. Oh yeah. Ja, haha, so toll. So, na, sind wir da. Dann wollen wir den nochmal kurz ansprechen. Imhotep. Genau. Wo bist du denn? Imhotep. Ach, oben. Gleich oben vor dem Tor. Tor nach Theben. Imhotep. Ah, ja. Das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts. Zusammen bilden sie das Zepter der Ewigkeit. Ein Artefakt von großer Macht. Jetzt wollen wir uns beeilen und die Zeremonie begehen. Okay. Cool. Dann wollen wir mal anfangen mit der Zeremonie.
Okay. Wow, das sieht geil aus. Boom. Lol. Aha. Und nichts passiert. Ist kaputt. Imhotep. Das kann nicht sein. Wie konnten wir versagen? Alles, was wir versucht haben, war umsonst. Es ist mir klar, dass die Götter uns nicht helfen können. Jetzt sind wir wahrlich auf uns allein gestellt. Okay. Wir dürfen niemals aufhören, es weiter zu versuchen. Der Telkine, der in Ägypten sein Unwesen treibt, hat viele Orte verwüstet, die vom Orden des Prometheus bewacht wurden. An diesen Orten werden mächtige Artefakte aus dem alten Krieg aufbewahrt. Ganz bestimmt sucht der Telkine etwas. Wegen der geheimnisvollen Kräfte dieser Artefakte hat der Orden diese Orte seit Tausenden von Jahren bewacht. Es gibt jetzt nur noch einen Ort in Ägypten, der noch unberührt ist. In meiner Blindheit habe ich all dies übersehen, denn ich glaubte, die Götter würden uns retten. Ich war ein echter Narr. Du musst zum Grab des Ramses gehen, dem letzten Ort im Tal der Könige. Fahre den Nil hinauf nach Theben und von dort zum Tal und zum Grab. Achte auf Spuren, die der Telkine auf seinem Weg hinterlassen hat. Was immer er auch sucht, er darf es nicht in die Hände bekommen. Wenn du diese Aufgabe erledigt hast, treffen wir uns in Theben. Nun, da wir bei der Rettung der Menschheit nicht auf die Götter zählen können, müssen wir auf unsere Helden zählen. Gehe jetzt. Krasse Geschichte, Alter. Boah, hat er jetzt viel gequatscht. Alter. Vom müssen wir wohl jetzt zum Ramses dem Dritten, dem König von, ja. Dem König von Ägypten. Suchen Sie im Tal der Könige nach dem Telkine. Okay. Okay, okay. Cool. Unsere nächste Hauptaufgabe. Das werden wir bestimmt mal nächstes Mal machen, denke ich mal. Genau. Das war jetzt nämlich ein würdiger Abschluss. Ja. Ein sehr würdiger Abschluss. Den wir natürlich machen. Dann mache ich nochmal Großaufnahme hier auf der Treppe. Diese Großaufnahme hier auf der Treppe bei Nacht sogar. Oh ja, das ist dann... Da kommt der Dicke nochmal ins Bild. Nur hallo. Und dann mit seinem dicken Po. Dicken Steinpo. Ja. Das ist wenigstens mal eine würdige Verabschiedung mit dem dicken Steinpo. Jetzt nehmen wir jetzt so weg. Und deine Nymphe, ne? Wenigstens Oma ins Bild gerückt. So, endlich mal. Cool. So. Okay. Arm of Ryzen. Dankeschön, meine Freunde. Sehen wir uns mal sowas von das nächste Mal. Jo. Und es geht sowas von spannend weiter. Ey, der Wahnsinn. Ja. Bis demnächst. Du bist krass. Dankeschön fürs Zusehen nochmal. Ja, vielen Dank nochmal. Ein Wahnsinn hier mit der Unterstützung und so. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Es macht richtig krass viel Spaß, das Spiel auf jeden Fall. Schon geschichtsmäßig hat es auf jeden Fall einiges drauf. Ja. Auf jeden. Da hast du recht, Toni. Kernbewohner sagt auch nochmal tschüss. Hier, der winkt gerade nochmal in der Kamera. Siehst du? Arm frei. Ja. Die Nymphe auch. Siehst du? Also bis zum nächsten Mal, hätte ich gesagt. Und da sehen wir uns. Demnächst wieder. Macht's gut. Jo, bis bald. Tschüss.